Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Jetzt schon die zweite Folge und im letzten Part lief es ja mit den Einnahmen nicht ganz gut. Ich habe nochmal ordentlich Zeit tatsächlich AFK hier ein bisschen verbracht in der Map. Wie ihr seht, wir sind doch schon 1876 und ich hatte mich mal auf voller Geschwindigkeit, einfach um die Schulden wieder abzubauen, weil es wirklich verdammt viele Schulden waren, was natürlich nicht ganz gut ist. Und jetzt sind wir tatsächlich komplett schuldenfrei, haben also nur noch reines Cash. Und ich kann euch ja auch mal zeigen, was so in der Zwischenzeit passiert ist, von der Streckenführung und so weiter, nicht viel. Hier nur die Stadt noch ein bisschen nach oben gegangen, was Einwohnerzahlen und so betrifft. Und tatsächlich die Lösung der Probleme war einfach... oder das Problem war erstmal, dass die Lok zu langsam war und hier auf der Strecke war es ja sehr, sehr steil, wodurch die überhaupt nicht schnell fahren konnte, dann nur 10 km/h so im Durchschnitt. Und da die Preise auf die Streckenlänge berechnet werden, hat er eben halt hier auf der Strecke keine Einnahmen gemacht. Und deshalb habe ich mir immer gedacht, hole ich einfach eine stärkere Lok, weil dann immer der auch schon nächste Generation sozusagen schon rausgekommen ist. Und dann habe ich einfach auf 10 Millionen damals erst noch aufgenommen Schulden und habe 3 Loks direkt hintereinander gemacht. Und das sieht zum einen schon ziemlich cool aus. Dann auch die Kapazität auf 65. Das heißt fast auf das Doppelte erhöht. Und jetzt macht die eben halt tatsächlich sehr, sehr gut plus. Muss demnächst auch ersetzt werden. Ich würde mal sagen, um das alles kümmern wir uns allerdings jetzt in der Folge und wir können mal gucken, womit wir denn beginnen wollen. Die Stadt hier eignet sich fürs weitere Vorgehen erstmal nicht so gut, weil alles im Umfeld einfach mit extrem viel Steigung ist. Egal wo wir rausgehen wollen, das ist nichts allzu leichtes. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir vielleicht hier irgendwo am Fluss oder so weiter. Und ich würde sagen, zum Beispiel Zitzen würde hier ganz gut funktionieren. Oder hier auch Körperich. Die könnte man ganz gut verbinden. Und ich glaube, das können wir auch eigentlich mal machen, dass wir hier zumindest schon mal ein Schiffshafen hinbauen. Die sind ja mittlerweile auch komplett aktualisiert worden. Aber dafür brauchen wir natürlich als erstes ein bisschen Geld. Müssen wir wieder ein bisschen vorspulen, bis die Lok hin wieder ankommt. Dann sollte nämlich auch wieder genug Geld bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir genug Geld haben. Und tatsächlich, genau in dem Moment ist jetzt hier neu die Dampftram gekommen. Was eigentlich auch ganz cool ist, weil es schon eine ziemlich nice Tram ist. Ich glaube, man könnte hier demnächst auch mal zumindest eine Stadttram machen. Wird wahrscheinlich auch ein paar Einnahmen bringen. Hoffe ich zumindest. Die Stadt hat ja auch schon mittlerweile eine relativ gute Größe. Könnte man die hier einmal irgendwie rumfahren lassen. Irgendwie von hier vielleicht so durch die Mitte durch nach da hinten. Ich glaube, das wäre zumindest eine ganz gute Möglichkeit. Und dann können wir auch eigentlich vielleicht jetzt erstmal beginnen. Wenn wir jetzt noch nichts anderes haben, vielleicht einmal hier noch das verbinden. Und dann können wir hier hinten so einen kleinen Wendepunkt machen. Zurzeit immer noch die Einnahmen nicht wirklich gut. Da müssen wir eben halt noch ein paar mehr Linien machen, um so eine gewisse Konstante zu bekommen. Hier können wir, wie gesagt, eigentlich einfach so einmal einen Kreis machen. Sollten wir vielleicht versuchen, dass wir auf der gleichen Höhe bleiben. So, genau. Und jetzt, wenn ihr gleich ankommt, haben wir wieder genug Geld. Können wir den Kreis vollenden. So. Und dann müssen wir das Ganze nur noch mit Tramgleisen aufrüsten. Würde ich sagen, gehen wir einmal hier immer die Straße entlang. Das ist noch so auf Zukunft. Ich meine, hier wird das dann diesen Stadtteil abdecken. Dann hier einmal mittendurch
würde ich sagen, hier entlang, da, da und da dann noch weiter. Wir gehen jetzt zwar hier nicht direkt am Bahnhof entlang, ich glaube, das sollte aber trotzdem ganz gut passen. Ja, müssen wir ja sonst einfach nochmal schauen, wenn es nicht ganz so gut passt, ob wir da nochmal was ändern. Dann können wir auch noch hier einmal so einen kleinen Rundkreislauf hinbauen. Dann einmal mit Tramgleisen. Elektrische könnten wir tatsächlich rein theoretisch auch schon machen. Aber das brauchen wir ja zurzeit noch nicht. Und dann können wir mal hier auch direkt ein Tramdepot hinbauen. Und wie man sieht, die Einnahmen laufen eigentlich schon ganz gut. Man muss ja nur mal abwarten, je nachdem an welcher Stelle der Zug gerade ist. Ist das natürlich immer etwas unterschiedlich. Und deshalb bekommt man manchmal eben halt relativ wenig an anderen Zeiten. Dann aber auch wieder ziemlich viel. Ich glaube, wir sollten uns mal hier hinstellen, dass hier deutlich flacher ist. Und da müssen wir mit den Haltestellen weitermachen. Hier braucht man eigentlich nur eine. Ich würde sagen, es geht dann rechts rum. Einmal dort eine Haltestelle. Dann können wir hier eine doppelte Haltestelle machen. Dann einmal noch hier in dem Gebiet. Dann hier am Ende. Und dann können wir auch hier nochmal eine Haltestelle bauen. Die deckt da hinten auch noch ein bisschen was ab. Und das deckt ja im Prinzip den Rest ab. Natürlich keine hundertprozentige Abdeckung. Da können wir dann aber auch noch nachher eine Linie von hier irgendwie so nach da hinten ins Gebiet reinbauen. Aber zur Zeit, wo die Stadt noch nicht ganz so groß ist, sollte das eben halt ausreichen. Dann ist das jetzt München Tram 1. Und die startet von da hinten und geht dann einmal bis dahin und dann den ganzen Weg zurück. Dann ist die Linie auch schon fertig. Müssen wir nur noch, würde ich sagen, 2 Trams kaufen. Für mehr reicht das Geld dann auch noch gar nicht. Die erste können wir ja schon mal hier zuweisen. Und dann die zweite haben wir gleich auch. Dort ist ja schon der Zug. Sollte erstmal ausreichen. Und jetzt wartet tatsächlich der erste Passagier. Was ja auch schon mal ganz gut ist. Erster Passagier an Bord auch. So soll es sein. Dann die Tram hier nochmal hinzufügen zur Linie. Und dann sollte das Ganze laufen. Wir warten auch schon die ein oder anderen Passagiere. Hier 2, dort 2. Ist doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass es ein bisschen Plus macht. Aber wissen kann man das natürlich vorher nicht. Dann jetzt, wie gesagt, würde ich mich einmal hier um das Schiff kümmern. Die Landefläche ist hier an der Seite. Platzieren wir es mal hier hin, hätte ich gesagt. Wobei, na, preislich macht es keinen Unterschied. Können wir auch dann relativ weit außen bauen. Und dann eben halt bis hierhin. Ist auch eine relativ weite Strecke. Es könnte durchaus ganz gut plus machen. Jetzt brauchen wir nur wieder Geld. So wie eigentlich fast die ganze Zeit. Denn daran hakt es natürlich immer am Anfang. Der hat gerade tatsächlich erst abgeliefert. Und hier warten ja tatsächlich richtig viele. 21 Leute direkt. Aber wenn das so weitergeht, direkt noch eine Tram. Ich sag euch, das wird Boom. 28 Personen jetzt da. Ich glaube, die Tram wird da nicht mitkommen. Hinten auch 5 und 1, hier 33 Personen schon. Ich will keinen ja nicht mitnehmen. Ich kann gerade mal 11 Personen mitnehmen. Und Personen wollen fahren. Kannst du mal ein bisschen gucken. Ich denke mal, die wollen hier alle ins Viertel reingehen. Denen wartet auch schon eine Person. Ich hätte das echt nicht gedacht. Ich hätte es nochmal so als zusätzliche Einnahmequelle. Ist vor allem ganz nice, dadurch, dass es etwas konstanter läuft.
würde sagen, kaufen direkt mal noch eine nächste Tram. Damit hier vor allen Dingen auch nicht die Stationen überlastet sind, denn das finden die natürlich auch nicht allzu gut. Jetzt steigen natürlich hier ein bisschen die Emissionen. Weiß gar nicht, was sie genau sagen. Ja, dadurch, dass sie hier immer ein bisschen durchfahren, ist das alles ein wenig schlechter. Aber die wollen nun mal auch damit fahren. Mit der Zeit wird es immer günstiger. Und ich glaube, das ist zumindest besser als die anderen. Was haben die für einen Emissionswert? Emission 80 ist natürlich schon ziemlich hoch. Die anderen haben 66, ist natürlich etwas besser. Aber damit musst du nun mal auch leben. Wie gesagt, ich hoffe, dass es auf jeden Fall trotzdem so funktioniert. Wir warten immer noch gut viele Leute. Ist doch schon mal ganz schön. Jetzt einfach hoffen, dass wir günstiger Geld bekommen. Wenn die Bahn irgendwo wieder ankommt, was sie auch gleich tut, sollten wir wieder Geld bekommen. Wir haben ja keine Zinsausgaben mehr. Das heißt, jede Ausgabe, die wir eigentlich tätigen, führt auch in irgendeiner Weise eigentlich immer zu Plus. Jetzt können wir... Nein, wir hätten es gerade bauen können. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal etwas weiter hier am Landinneren. Müsste aber gleich wieder Geld reinkommen. Hoffentlich. Vielleicht. Ah, die kommt gleich an. Sehr gut. Müsste jetzt 210.000 oder so geben. Und dann können wir es auch platzieren. Sehr gut. Dann brauchen wir natürlich noch ein Depot. Das können wir wahrscheinlich immer noch nicht platzieren. So wie ich das Game kenne. Das geht sogar vom Preis her. 74.000, sehr gut. Und dann eine neue Linie. Und das ist jetzt... Schiff. Warte, welche Orte sind das? Welches soll Hamburg sein? Ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde sagen, das hier ist unser schönes Hamburg. Und welcher Ort soll das andere sein? Nicht weg. Auf nicht weg, Kamera. So, ich würde sagen, das ist dann Berlin. Weil sie liegen zwar, zumindest Berlin liegt eigentlich nicht am Wasser, aber passt ja auch. Oder zumindest an keinem großen Fluss. Es ist jetzt Berlin, Hamburg, Schiff 1. Und das geht eben halt von dort nach dort. Funktioniert auch alles. Die Brücke sieht hier sehr hochgebaut aus. Können ja nochmal kontrollieren hier mit unserer Schifffahrtskarte. Ja, genau. Ist ja nicht viel Platz, aber es reicht ja. Müssen wir auf jeden Fall erstmal das dann auch noch verbinden. Mit einer Straße. Hier vorne so platzieren müssen. Doch, Hamburg bekommt auf jeden Fall Trams, oder? Nee. Ich würde sagen, erstmal nur LKWs bzw. Autos. Und dann vielleicht später mal eine Tram. Die dann aber noch kommen wird. Einmal hier oben das Ganze verbinden und dann können wir einmal so eine Linie hier entlang führen. Hier vielleicht nochmal einen kleinen Wendekreis bauen. Braucht aber keinen so großen Radius. Und da fehlt wieder das Geld. Wie sieht es eigentlich hier aus? Aber überall warten eigentlich welche, außer an der Haltestelle. Hier werden die ganzen Leute auch so langsam wieder ein bisschen weniger. Sehr gut. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Geld zusammen. Hier können wir vielleicht einen etwas größeren, eine etwas größere Bus- oder Tramstation bauen. Ich würde mal sagen. Vorne vielleicht so ran. Und dann bauen wir einmal hier eine Haltestelle hin. Dann einmal im Stadtzentrum. Und dann reicht ja eigentlich schon,
auch eine am Ende der Stadt. Beziehungsweise, die beiden sind hier eigentlich etwas unnötig. Können wir abreißen. Das reicht auch, wenn es hierhin geht. Und dann können wir auch die nächste Linie direkt hinzufügen. Können wir sagen, sichtbarer Hamburg, Doppelpunkt, Bus 1. Die führt von da hinten einmal hier hin und dann dort auch wieder zurück. Sehr gut. Dort können wir nochmal vielleicht die Gleise entfernen. Nein. So. Ja, jetzt ist es richtig. Und ich würde sagen, brauchen wir nur noch ein Depot. Ein Straßenfahrzeugdepot natürlich. Fahren wir mal hier hin. Und können dann hier die kaufen. Hat sogar deutlich weniger Emissionen als die Tram. Sagen, zwei reichen auch locker erstmal aus. Selbiges eigentlich nur noch einmal für Berlin. Ich will erstmal den Nahverkehr machen und dann den Schifffahrtsfernverkehr. Erster Bus angekommen, auch als Achievement jetzt. Wir können dann so einen kleinen Wendekreis bauen. Dafür brauchen wir wieder Geld. Jetzt können wir aber in der Zeit zumindest einmal hier nach München gucken. Und ich glaube, die eine Tram war jetzt tatsächlich am Ende vielleicht etwas zu viel. Weiß gar nicht, wie es mit den Einnahmen dort aussieht. So, machen wir erstmal hier weiter. So. Dann nur noch ein paar Haltestellen. Machen wir mal so hin. Dann hier direkt am Eingang der Stadt. Und das kann ja auch so eine Rundlinie werden. Dafür bietet sich die Stadt eigentlich relativ gut an. Dann noch einmal hier vielleicht eine. Da hinten eine. Und dann reicht das auch eigentlich schon von den Stationen. Da ist jetzt zwar nichts, aber ich glaube, das müsste auch passen. Und dann können wir auch direkt die nächste Linie machen. Und zwar Berlin Doppelpunkt Bus 1. Und die führt dann von hier nach da, nach da, nach da, nach da und nach da. Frage ist, ob wir es nochmal in Richtung ändern. Ich lösche nochmal einmal alles. Machen wir es nämlich nur in eine Richtung. Eine neue Lok. 40 km/h. Ich glaube, die müsste etwas günstiger dann als die andere sehr wahrscheinlich sein. Dafür etwas langsamer. So. Dann passt das auch hier. Bauen wir hier nochmal ein Straßenfahrzeugdepot. Und hier so ein bisschen unten an der Stadt hin. Und gerade läuft es auch mit Geld. Wollte ich kaufen. Ich wollte die Lobaison oder wie auch immer man die genau ausspricht, kaufen. Und das beides kann dann der Linie 1 zugewiesen werden, obwohl es eigentlich Berlin Bus sein sollte. Ich muss jetzt nochmal umbenennen. Ja, die existiert nämlich nicht. Berlin Bus 1. Und da warten auch schon direkt die ersten Leute. Ja, auch schon der ein oder andere. Und da müssen wir nur noch Schiffe kaufen. Ich kaufe mir hier erstmal nach Passagier sortieren. Tatsächlich nur die eine ist hier noch eine
eine reine Öl- und Treibstofftanker. Hier einmal 25, 22 und 25 km/h. Der ist natürlich etwas größer. Ist jetzt die Frage, welche wir nehmen. Der hat natürlich auch etwas weniger Emissionen, kann deutlich schneller laden. Kostet auch etwas mehr. Ich glaube, die reicht eigentlich erst am Anfang, die Regie. Ah, die würde ich eher nicht kaufen, glaube ich. Dafür brauchen wir aber wieder ein bisschen Geld. Der andere wäre auch deutlich teurer nochmal. Können wir uns das hier aber schon mal hinschieben, das Fenster. Können das dann eigentlich direkt kaufen. Sieht auch ganz gut aus hier in der Stadt. Selbst da hinten warten welche. Kommt gleich wieder an. Dann sollten wir das Geld haben. Hoffentlich. Wahrscheinlich fehlt so 1000. Am Ende. Aber das gibt dann zumindest schon mal so eine Konstante mit den ganzen Trams und so. Das ist eine ganz gute Hilfe. Und es reicht tatsächlich nicht. Dann müssen wir nochmal kurz abwarten. Und können mal auf die Linienstatistik schauen. Berlin-Bus macht etwas Minus, aber nur tatsächlich ganz wenig. Abteilwagen haben wir auf voll geschaltet, sehr gut. Hier natürlich München-Treibstoff komplett, macht ganz gut plus. Berlin-Hamburg-Schiff macht natürlich noch kein Geld. Und München-Tram 1, macht auch eigentlich ganz in Ordnung plus. Wollen gerade nur leider keine einsteigen. Aber immer wieder sollten dann wieder irgendwelche warten. Hier auch 20, die warten. Da warten 6. Kann er nicht mitnehmen. Der kann 5 mitnehmen. Ist jetzt natürlich keine weltbewegende Menge. Aber ich belasse das erstmal so. Wenn ich hier groß rummeckern, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal etwas ändern, beziehungsweise mehr hinzufügen in der Linie. Müssen wir nochmal schauen, dass wir gleich dort genug Geld zusammensammeln. Ich würde sagen, München boomt hier mittlerweile auch ganz gut. 20% jetzt allein nochmal durch unsere neue Linie. Aber natürlich 30% weniger wegen Emissionen. Ist natürlich nicht ganz gut. Deshalb werde ich jetzt am Anfang wahrscheinlich erstmal etwas mehr auf Busse setzen. Beziehungsweise hier auf diese Lobison. Da die deutlich weniger Emissionen hat. Und wir können uns immer noch nicht das Schiff kaufen. Ist natürlich etwas günstiger hier. Aber fährt dafür auch 3 km/h langsamer. Ich weiß ja nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Sind natürlich zurzeit auch alle noch klein. Lebensdauer von 50 Jahren ist auch bei allen. Also eigentlich sind sie relativ ähnlich. Steht kein großer Unterschied. Und jetzt können wir uns tatsächlich das Schiff kaufen. Und das können wir dann Berlin-Hamburg-Schiff zuweisen. Jetzt fährt hier unser erstes Schiff raus. Die Rigi fährt noch ein bisschen durchs Tor. Passt aber. Das ist doch mal ein schönes Schiff. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall ziemlich gut. Hoffen wir jetzt mal, dass hier schon die ersten Leute hingebracht werden. Ich will hier ja irgendjemand fahren. Das könnte ich hier auch mal zu Hafen umbenennen. Und das dann hier zu Berlin.
Das ist hier auch Hafen. Und das ist dann Hamburg. Sieht's aus, will hier irgendjemand hin? Zurzeit leider nicht. Aber auch keiner zum Hafen. Aber ich hoffe mal, dass das mit der Zeit funktionieren sollte. Das Schiff braucht ja auch noch sehr, sehr lange, bis es da hinten ankommt. Und was ist hier schon wieder los? Das ist, glaube ich, hier die Wohngebietshaltestelle. Ja, und die deckt eigentlich sogar die ganze Stadt ab. Und 50 Leute warten da. Da muss ein bisschen Unterstützung her. Nochmal zwei, ja, Berlin-Bus. Damit natürlich auch mehr zu unserem Hafen kommen können. Sieht es hier aus? Sitzt hier irgendjemand drin? Nein, leider immer noch nicht. Schade auch. Hier sieht es mittlerweile auch ganz gut aus. Und ich habe ja die Hoffnung, dass die hier vielleicht noch ein paar Häuser an die Seite ziehen, damit die nicht ganz so von den Emissionen betroffen sind. Wo haben wir die? Genau da unten. Sieht hier mal nicht ganz so gut aus. Hier die Außen haben es eben halt relativ gut, aber da, wo es eben halt direkt durchfährt, finden die es nicht ganz so schön. Hier stört es natürlich keinen an dem Ende. Zum Glück dort auch kein. Die Schiffe machen tatsächlich auch ganz gute Emissionen. Aber ich meine, es ist ja auch weit außerhalb der Stadt. Hier nur leichter Einbezug der Häuser. Und hier ist es eigentlich auch relativ gut. Stehen hier immer noch viele? Ja, 43 immer noch. Einnahmen sehen immer noch ganz gut aus. Und ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. Aber unsere Lok, die natürlich auch noch gut arbeitet, die müsste, glaube ich, demnächst mal ersetzt werden. Ist gar nicht Alter, 56 Jahre schon. Ich weiß gar nicht, was war die Lebenszeit von der eigentlich. Zum Vergleich würde ich jetzt auch dann nochmal gleich gucken, was die neuen Loks denn beide können. Die hatte eine Lebenszeit von 30 Jahren. Ich sag mal so, ganz so gut sieht sie nicht mehr aus. Müsste dann eben halt ausgetauscht werden. Die zweite hier ist sogar teurer, ist etwas langsamer, hat dafür ein minimales bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Zugkraft und etwas weniger Emissionen. Ich würde aber sagen, das lohnt sich nicht wirklich, weil meine Waggons natürlich auch 50 km/h können, soweit ich weiß. Wäre dann so etwas verschenktes Potenzial. Und wir haben jetzt natürlich genau das nächste Schiff, wenn wir gerade ein altes haben. Was hat das denn zum Vergleich für Werte? 85er Kapazität rein für Personen und ist etwas schneller, 791.000, das heißt auch etwas teurer dafür. Ja, Berlin boomt auch. Hier sieht man es. Geht alles etwas nach oben. Minus 20% durch Emissionen. Das geht aber auch noch. Dafür eben halt oben 40% mehr. Das heißt insgesamt plus 20%. Aber natürlich Einnahmen für uns. Hamburg Schiff macht leider zurzeit ein bisschen Minus. Ich hoffe, dass es sich bessert. Wäre auf jeden Fall ganz nice. War auch ganz gut, dass wir nicht das Großschiff genommen haben. Aber ansonsten sieht es bei den ganzen Linien ziemlich gut aus.
Und ich würde sagen, das war es dann auch erstmal mit dieser Folge Transport Fever. In der nächsten Folge werden wir uns dann wahrscheinlich weiter hier um das Schiff kümmern. Wo ist es eigentlich gerade? Da hinten. Und natürlich hoffentlich auch die ersten Passagiere hier bekommen. Und tatsächlich kommt hier auch einer einfach zu Fuß gelaufen. Der müsste sogar noch raufkommen. Alleine auf dem Schiff. Das können wir uns nochmal ganz kurz anschauen. Das steht jetzt hier schön. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.